Ich weiß nicht, ob es das größte Stadion ist. Auf jeden Fall ist Dortmund. In Dortmund ist ja ein riesen Fußballstadion. Stadion. Und Clemson hat einfach ein größeres Footballstadion als Dortmund. Also Fußball hat. Und das ist schon sehr krass, weil Dortmund ist wirklich, glaube ich, das größte in Deutschland. Und nur so ein kleines College hat ein größeres Stadion, weil Football ist in Clemson das größte. Die sind irgendwie National Champions. Schon ganz oft geworden, glaube ich. Dadurch haben die halt auch richtig, richtig viel Geld bekommen. Und deshalb wird jetzt der ganze Campus immer mehr gebaut. Das hat man auch gesehen, da waren ganz viele neue Gebäude, weil da immer mehr jetzt hin wollen. Die Aufnahmequote ist auch, glaube ich, dieses Jahr um 10% gesunken oder sowas, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist Clemson eine, ich glaube sogar mit die beste Uni in South Carolina. Und ja, also Football ist da mega, mega riesig. Und das merkt man da auch, als wir da ankamen. Ich hatte halt auch so einen Crop-Top an, was ich wahrscheinlich nicht hätte machen sollen.
Und ich dachte mir so, oh mein Gott, fucking hell. Und dann bin ich einfach so schnell von ihm weggegangen. Und das war jetzt nur ein Beispiel, was innerhalb 10 Minuten passiert ist. Und so war es da jeden Tag. Also man konnte dann wirklich nicht alleine hingehen. Und da die, an jeder Ecke waren so Gangs, die dann auch so Sturmmasken anhatten und einfach in der Ecke standen und auch so Messer in ihren Hosen hatten. Boah, es war einfach gar nicht schön. Ich will an halt auch nicht jetzt.
In diesen Community Bathrooms sind einzelne Räume. Also man hat einen Raum mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Also es ist nicht alles in einem Raum, sondern es sind einzelne Räume, die man abschließen kann. Und das ist für mich so wichtig gewesen, weil ich will so schon meine Privatsphäre. Ich will nicht so neben irgendwelchen fremden Leuten duschen. Das mag ich einfach nicht. Und deshalb wollte ich da halt unbedingt hin. Das Ding ist, dass irgendwie jeder dieses Jahr da leben wollte. Und als wir dran waren, um uns so im Internet auszuwählen, wo wir leben wollen, also ich, mein Roommate, war kein Platz mehr in der Hobbit. So alle Zimmer waren weg. Und dann hatte ich so, also wir waren so, wir hatten voll den Zusammenbruch, weil wir hatten uns auch gar keine zweite Option überlegt, weil für uns war irgendwie klar, wir gehen nach der Hobbit. Und dann mussten wir irgendwie innerhalb 10 Minuten, weil danach ist jetzt Portal wieder geschlossen gewesen, irgendwie noch überlegen, wo wir jetzt hingehen und bla bla. Und jetzt sind wir am Ende in einem Apartment gelandet. Also kein Apartment, aber es ist so ein Apartment-Style, weil anstatt nur mit einer Person auf dem Zimmer zu leben, leben wir jetzt mit 4 Personen auf dem Zimmer. Haben dafür aber auch ein bisschen größeren Raum und ein eigenes Badezimmer. Was im College eigentlich, also viele sagen, das wäre nicht gut, weil man das ja auch dann selber sauber machen muss und alles. Aber ich glaube, das würde eigentlich ganz gut. Das Ding ist nur, dass wir die anderen 2 Personen, die jetzt bei uns im Zimmer sind, gar nicht kennen. Mein Roommate habe ich mir ja ausgesucht, also sozusagen ausgesucht. Wir haben uns über Instagram, konnte man sich so vorstellen. Und dann konnte man die Menschen anschreiben, die man sympathisch fand und so. So haben wir das halt gemacht. Und dann war unser Vibe so auf einer Wellenlänge. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir gehen zusammen. Und die anderen 2 kennen wir gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die werden einfach dann irgendwie zufällig uns zugeteilt. Ja, deshalb ist es jetzt ein bisschen merkwürdig. Hoffentlich sind das nicht irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwie merkwürdige Menschen. Ich weiß nicht, man kann ja, ich hoffe eigentlich einfach, dass wir uns alle gut verstehen. Und weil wir leben immer ein Jahr lang zusammen. Jeden Tag, jede Sekunde, wir schlafen zusammen und so. Und ich hoffe, dass man denen vertrauen kann. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das auch wieder voll die Horror-Story, weil es war auch sehr traurig, weil ich hätte echt gerne in Downbit gelebt. Und da, wo wir jetzt leben, ist auch ziemlich weit vom Business Center entfernt. Also wir müssen jedes Mal richtig weit gehen, bis wir bei unseren Klassenräumen sind. Aber mach's nichts. Und ja, Leute, das war's jetzt mit meinem College Talk. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wie gesagt, ich poste auf Insta immer echt viel darüber. Also folgt mir da gerne. Ich heiße da Charlie Ferrari. Ich habe meinen Namen geändert, weil ich nicht immer was mehr Tante genannt werden will. Ich werde immer